Das Fit for 55-Paket führt direkt ins Herz europäischer Klimapolitik und wettbewerbsfähiger Industriepolitik. Europa macht mit dem Fit for 55-Paket einen historischen, wichtigen Schritt, auch wenn wir Grüne uns natürlich noch ehrgeizigere Ergebnisse gewünscht hätten. Und der Klimasozialfonds soll jetzt Energie- und Mobilitätsarmut in Europa bekämpfen. Er soll Maßnahmen für effizientere Gebäude fördern, emissionsarme Mobilität und einkommensschwache Haushalte und Kleinunternehmen stützen. Wir bekommen jetzt ab 2026 einen Klimasozialfonds von insgesamt rund 86,7 Milliarden Euro. Und die bittere Wahrheit dabei ist, die Europäische Kommission hat 144,4 Milliarden gefordert und wir im Wirtschaftsausschuss haben 25% mehr gefordert. Um es klar zu sagen, das sind nicht genügend Mittel für einen wirklich fairen Ausgleich in Europa. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein angesichts dessen, was gebraucht wird. Aber die EU sagt trotzdem unmissverständlich jetzt ganz klar, mit dem Klimasozialfonds, der Green Deal muss ein Social Deal sein. Frauen sind überproportional von Energie- und Verkehrsarmut betroffen, insbesondere alleinerziehende Mütter, alleinstehende Frauen, Frauen mit Behinderungen oder alleinlebende ältere Frauen. Und da müssen wir ansetzen. Wir müssen Energie- und Mobilitätsarmut in Europa entschlossen bekämpfen. Und das ist erst der Anfang.